Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die schön für mich Box von Rossmann hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Eine unheimlich nette, liebe, langjährige Abonnentin schrieb mir letztens: Claudi, wunder dich nicht, da kommt bald was bei dir an. Ich habe dir mal die schön für mich Box zukommen lassen, weil ich den Code doppelt bekommen habe. Und ich so, wow! Mega geil! Das ist die Mai-Box und es ist so, dass man halt irgendwie zweimal im Monat an einem Gewinnspiel quasi teilnehmen kann und dann für 5 Euro sich die Box nach Hause bestellen kann. Das sind im Prinzip die Versandkosten, ne? Und die ist prall gefüllt mit dekorativer Kosmetik, Tools, Schminkprodukten. Das ist dekorative Kosmetik, Pflegeprodukten. Und ich mache so oft bei diesen Gewinnspielgeschichten mit. Und ich habe bislang selber noch nie gewonnen. Aber das ist jetzt schon die zweite oder sogar dritte Box, die ich durch eine wundervolle Abonnentin tatsächlich nach Hause bekomme, um sie hier mit euch zusammen auszupacken. Also vielen, vielen Dank. Das ist so lieb von dir. Und ich freue mich richtig drauf. Ich kann euch ja mal in die Infobox auch den Link zu dieser schön für mich Geschichte reinsetzen. Da muss man, glaube ich, wenn man da mitmacht, immer so eine Frage oder so beantworten und dann halt auch ein Kundenkonto haben. Ne? Darüber hat man dann ja auch die Adresse. Und dann bekommt man dann den Code zugeschickt. Muss super schnell sein und kann die sich dann entsprechend nach Hause bestellen. Ja, und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was ich hier drin finde. Das ist ein ganz dicker, robuster Karton, den ich dann auch weiterverwenden werde, um Verlosungspakete zu packen, also ein Verlosungspaket. Und so schaut das aus. Ein sehr pfirsichmäßiger, angenehmer, frischer Duft kommt hier raus. Und hier habe ich ein Schleifchen, was ich einmal öffnen kann. Hier ist auch schön für mich drauf. Und dann mache ich das Klebi einmal auf. Und guckt euch das an, wie voll diese Box ist. Ne? Das ist der Wahnsinn. Mann, Mann, Mann. Okay, also, was du heute kannst, einkorken, das verschiebe nicht auf morgen. Das ist schon mal eine Karte. Lieben wir. Die ist schon mal witzig. Dann habe ich hier von Alterra Tuchmaske mit Vitamin C, natürlicher Glow Booster mit Bio Grapefruit. Ich hatte schon mal Alterra Masken. Die sind soweit solide, ne? Also die kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und fördert ein strahlendes und ebenmäßiges Hautbild. Das mag ich ja gerne, ne? Richtig cool. Food haben wir hier auch drin enthalten. Das ist großartig. In der Bio Porridge Bircher Art. Ein Beutel gleich eine Portion. Und das kannst du dir dann natürlich ein bisschen toppen. So schaut das Ganze aus. Und ich mag gerne die Produkte sowohl von NR Bio als auch von DM Bio. Also dieser Bioladen in Anführungsstrichen aus der Drogerie. Weil das sind vertretbare Preise, die dort halt ausgerufen werden. Und richtig coole, leckere Produkte. Fertig in 3 Minuten. Und so ein Porridge esse ich mir auch gerne so zum Frühstück oder zum Abendbrot. Und dann schnibbelt man sich eine Banane oder einen Apfel rein. Ne? Das ist halt so eine kleine, warme Mahlzeit, wenn es mal schnell gehen muss. Wir haben so große Sachen auch drin, Leute. Das ist Wahnsinn. Die finde ich ja interessant. Da hatte ich die Maske von, die fand ich gut. Isana Ceramide oder Ceramide Body Lotion mit Ceramiden und Panthenol spinnet intensive Feuchtigkeit. Das ist ja eine neue Reihe von Rossmann. Und die werde ich mir mal anschauen. Also anschauen ist gut. Jetzt habe ich sie angeschaut. Auf dem Körper austesten und euch dann im Aufgebraucht-Video was dazu berichten. Sofern sie überlebt. Wenn sie nicht überlebt, landet sie im Flop-Video. Ist ja immer bei mir so der Fall. Und aber die Maske fand ich schon mal richtig gut. Und ich mag gerne, dass die Firmen jetzt auch immer mehr auch mit diesen Wirkstoffen arbeiten. Also mit Hyaluron, mit Ceramiden, mit Acelain und so weiter. Ne? Klar, das hat natürlich nicht die mega hohe Qualität, wie wir das bei Dalton, Beauty Mates, Yipoda und Co. halt bekommen. Das waren jetzt meine 3 Kooperationspartner. Barboa und Nyx und so weiter. Ne? Halt die hochpreisigen Pflegemarken, die halt mit solchen Wirkstoffen auch schon lange arbeiten. Natürlich nicht so eine hohe Qualität oder so eine hohe... Die anderen Inhaltsstoffe sind dann ja auch immer ein bisschen ausschlaggebend und so. Auf jeden Fall finde ich es aber trotzdem gut, dass wir das auch in der Drogerie finden, einfach für einen schmalen Taler. Ne? Und das kann ich gerne mal ausprobieren und euch dann, wie gesagt, einfach mal berichten. Und dann habe ich hier ein Trockenshampoo drin enthalten. Das wird aber weiter wandern, weil ich selber kein Trockenshampoo verwende. Ich wasche mir wirklich täglich die Haare mittlerweile wieder, weil, ja, also hier habe ich gerade, sehe ich auch schon wieder, ein bisschen, Babykotze drin. Und, die landet da ständig drin. Oder wenn ich Julius das Fläschchen gebe oder wenn wir halt ihm Brei oder was auch immer geben, es landet halt gefühlt überall, da muss man sich die Haare waschen. Oder ich habe einfach das Bedürfnis danach. Aber ich weiß, dass viele so
gerne Trockenshampoos mögen. Ne? Das ist jetzt mit Kokosnuss und Hanf. Und meine Freundinnen sind da zum Beispiel total scharf drauf. Die freuen sich darüber wie Bolle. Dann habe ich hier was aus dem Home-Segment von Domol Perfume & Style. Ein Raumduft, Sweet Feeling. Hatte ich den schon mal? Ich hatte auf jeden Fall schon mal irgendwas aus dieser Richtung. Hier reiben und riechen. Oh, sehr angenehm beerig, mag ich gerne leiden. Der wird auf jeden Fall in Anwendung kommen. Ich mag auch gerne diese Raumdüfte so zum Hinstellen. Ne? Das ist einfach praktisch, weil du musst da nicht groß was machen. Die stehen einfach rum und duften vor sich hin. Von Alterra Naturkosmetik habe ich hier einen Nagellack mit Bio-Arganöl. Das heißt, du hast Nagellack und Pflege in einem hier mit bei. Das ist die Farbe 07 Darling. Ein wirklich schönes Rot. Ne? Also wirklich schönes Rot. Woran erinnert mich dieses Rot? Das ist von einer sehr reifen Beerenfrucht, mag ich gerne leiden. Und ja, eine schöne Farbe. Perfekt jetzt auch für den Sommer, weil da zeigt man vielleicht auch ein bisschen mehr so seine Füße. Und sowas trage ich auch gerne auf den Füßen. Wobei aktuell ist es eher so richtig hell, hell Pastell, Türkis. Oh, stehe ich auch drauf, weil das halt so ein bisschen die ganze Geschichte bräuner erscheinen lässt, ne? Der ist krass. Alterra Lip Gloss. Zarte Glosstextur mit Bio-Shea-Butter und Vitamin E, das Schönheitsvitamin, für gepflegte und glänzende Lippen ohne zu kleben. In der Farbe 18 Cassis. Also das ist eine krasse Farbe, die aber sehr, sehr schön aussieht. Und dann eher sowas für den Sommerabend ist, wenn man dann abends irgendwie feiern geht, weggeht, wie auch immer. Ne? Das ist eine sehr schöne Farbe. Mir persönlich stehen solche wirklich dunklen Töne leider nicht ganz so gut, weil ich halt sehr blass bin. Oh, schön. Ein Beauty Blender von For Your Beauty haben wir hier drin. Und zwar ist das ein Rubicell Make-up Blender. Keine Ahnung. Sieht sehr interessant aus. Und in grün, ne? So ein Olivgrün. Auch echt praktisch. Und Beauty Blender bzw. Beauty Schwämmchen kannst du halt immer irgendwie gut gebrauchen. Deckkraft leicht bis mittel. Rubicell Schaumstoff, latexfrei. Foundation, Rouge und Highlighter. Natürliches Finish ohne Maskeneffekt. Ja, je nachdem, welche Foundation man damit kombiniert. Dann habe ich hier noch Servietten mit drin. Yum Yum von Alouette. Richtig cool. Also wir verwenden letzte Zeit gar nicht mehr so super viele Servietten, muss ich gestehen, weil wir überall diese Kosmetiktücher halt stehen haben. Ne? Und dann kann man halt auch die eben auf den Tisch stellen und dann eben zap zap da was bei rausnehmen, wenn man die eben bräuchte. Ne? Aber zum Beispiel heute, wo ich das Video drehe, ist Muttertag. Da haben wir gerade schon, beziehungsweise Schatzi, ein wundervoller Mensch, hat eben den Muttertagskaffeetisch gedeckt, weil gleich sowohl seine als auch meine Mama mit Partner vorbeikommen. Und da haben wir natürlich auch schöne Servietten liegen. Und das ist hübsch. Ne? Und Schatzi und ich haben auch jetzt bald beide Geburtstag und dann kommt das ganz gut, wenn man dann auch so Geburtstagsgäste da hat, wenn man schöne Servietten da hat. Nochmal von Alterra, hier sind wir wieder bei diesen Wirkstoffen, Hyaluronserum mit Bio-Aloe Vera, 18 ml sind hier drin enthalten. Das finde ich cool, ne? Hyaluron braucht die Haut definitiv. Je länger man die Haut hat, nein, je älter man ist, desto mehr Hyaluron möchte die Haut gerne bekommen. Das gibt Feuchtigkeit, das polstert auch so ein bisschen optisch die ganzen Fältchen auf und lässt es alles frischer erscheinen. Mag ich richtig gerne leiden. Also Hyaluron im Generellen als Inhaltsstoff. Dann habe ich hier auch noch zwei Produkte drin. Komm, machen wir aber erstmal das, was ich schon tatsächlich da habe. Von Ideenwelt, ein Maniküre-Set. Jo, das habe ich, wie gesagt, schon da. Verwende ich gerne sowohl für die Mani als auch für die Pedi. Und ist ein cooles Maniküre-Set. Kann man definitiv machen. Er ist jetzt nicht von super hoher Qualität. Also wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, als ich damals noch zur Nagelfee gegangen bin, um mir Gelnägel machen zu lassen, hatte sie dann doch etwas höherwertiges Equipment. Aber für zu Hause, wenn du so alle paar Wochen einfach oder einmal in der Woche brauchst, ist es vollkommen in Ordnung. Ne? Kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Und die Ideenwelt hat auch immer so richtig coole Sachen. Und ja, genau, da kannst du die Nägel halt auch, die Nageloberfläche auch ganz schön mit bearbeiten. Und das ist schön. Das ist wirklich schön, dass es mit drin ist. Finde ich ziemlich aufregend. Und als letztes haben wir hier etwas drin enthalten, was ich so wichtig finde. Und zwar von Sun Ozone Glow Sonnenfluid. Es hat zwar nur Lichtschutzfaktor 30, aber besser haben als brauchen für Gesicht, Hals und Dekolleté mit Vitamin C und E. Und das ist sogar wasserfest mit UVA und UVB-Schutz. Ne? Und ich glaube, dass die Sun Ozone Produkte auch immer sehr gut abgeschnitten haben. Steht jetzt hier, glaube ich, gar nicht so drauf. Aber ansonsten haben die wirklich immer gut bei diesen ganzen Tests abgeschlossen und abgeschnitten. Und deswegen finde ich es auch gut, dass sie das mit reingepackt haben. Und das ist jetzt die Box einmal gewesen. Die Schön für mich Box von Rossmann.
Genau, das ist ein toller Inhalt, also jetzt mal ohne Flachs. Wenn man bedenkt, für 5 Tacken bekommst du diese Box mit Produkten für, ne, von Kopf bis Fuß, ein bisschen dekorative Kosmetik, ein bisschen was ja, für Home-Living-Gedönsen, ne? Ein bisschen Food, finde ich schön, finde ich klasse. Vielen, vielen Dank, meine liebe Tinted Ivory, dass du mir die Box hast zukommen lassen. Und genau, dann wäre es das hier auch schon wieder von mir gewesen. Hast du vielleicht schon mal, also du, der gerade oder die gerade zuschaut, auch eine Rossmann Schön für mich Box gewonnen? Dann schreib es mal gerne in die Kommentare. Ansonsten kann ich nur auf den Link in der Infobox verweisen. Da habe ich dir, wie gesagt, das mal reingesetzt. Und ja, das war's hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!